was diese Handlinie über unser Leben verraten kann. Shake Hands mit dem Schicksal. Man kann davon halten, was man will. Das Lesen aus der Handfläche ist einer der ältesten Formen, die wir Menschen kennen, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. So jedenfalls wird uns die Kunst des Handlesens immer verkauft. Allerdings sollte es weniger die Zukunft sein, die aus unseren Händen abzulesen ist. Vielmehr können wir aus ihnen über unsere Persönlichkeit und unsere Lebensführung erfahren. Zugegeben, eine anerkannte Wissenschaft ist das Lesen aus den Handflächen nicht gerade. Allerdings hat diese Kunst es auch nicht verdient, zum bloßen Entertainment für Junggesellenabschiede und zum Partygag degradiert zu werden. Viele Kulturen glaubten und glauben noch heute daran, dass unser Schicksal nicht nur in unseren Händen liegt, sondern dort auch geschrieben steht. Das Wichtigste, was du über die Interpretation deiner Handflächen und Handlinien wissen musst, möchten wir dir in unserem heutigen Podcast vorstellen. Nummer 1. Rechts oder links? Und schon beim ersten Punkt gehen die Meinungen ganz deutlich auseinander. Rund die Hälfte aller kompetenten Menschen, die sich mit der Praxis des Handlesens vertraut gemacht hat, besteht auf die althergebrachte Regel, Rechtshänder sollten sich immer aus der rechten, Linkshänder immer aus der linken Hand lesen lassen. Diese, auch dominante Hand genannt, ist unser wichtigster Aktivposten und steuert und lenkt uns im wahrsten Sinne des Wortes unser Leben lang. Dem entgegen allerdings steht die Theorie, dass die ruhende, also nicht aktive Hand näher an unserem Gefühlsleben andockt und ihr deshalb der Vorzug beim Handlesen gegeben werden sollte. Echte Profis, die sich auf diese alte und sehr traditionsbehaftete Kunst spezialisiert haben, werfen übrigens immer einen kritischen Blick auf beide Handinnenflächen. So geht keine Information verloren und das Bild, das wir erhalten, ist ein vollständiges und lässt nichts vermissen. Nummer 2. Welcher Elementetyp bist du? Der erste Blick auf deine Handflächen befasst sich noch gar nicht mit den Linien, die sich wie eine feine, sehr übersichtliche Straßenkarte darüber ziehen. Nein, die erste Einschätzung betrifft die Form deiner Handflächen. Hier spiegelt sich nämlich wieder, welcher Elementetyp du bist. Unterschieden wird wie folgt. Nummer 1. Der Feuertyp. Heiß her geht es für Menschen, deren Hände sich durch lange Handflächen, aber kurze Finger auszeichnen. Diese Menschen sind ausgesprochen leidenschaftlich und selbstbewusst. Allerdings mangelt es ihnen gelegentlich an Taktgefühl. Das Element Feuer schürt unablässig die innere Unruhe und treibt diese Menschen mit Ehrgeiz und einem hohen Maß an Motivation durchs Leben. Nummer 2. Der Wassertyp. Damit sie ihrem Element jederzeit nach Herzenslust frönen können, verfügen Wassertypen über auffallend große Hände. Ihre Handflächen allein sind schon langgestreckt. Zu ihnen hinzu gesellen sich aber noch lange und schmale Finger. Hier ruht Potenzial für Kreativität und Ausgeglichenheit. Wassertypen sind meist mit sich und der Welt im Reinen und haben auch keine Angst, sich ihren Gefühlen zu stellen. Sie gelten als überdurchschnittlich intuitiv, über eine schützende, harte Schale aber verfügen sie nicht. Nummer 3. Der Erdetyp. Wie es sich für ganz und gar geerdete Menschen gehört, zeichnen sich ihre Hände durch robuste, nahezu quadratisch anmutende Handflächen mit kurzen Fingern aus. Diese Zeitgenossen sind sehr praktisch veranlagt und suchen die Logik in allem, was sie tun. Allerdings kann sich, wer immer so feste Bodenhaftung anstrebt, manchmal auch selbst den Weg verbauen und sich am Vorwärtskommen hindern. Nummer 4. Der Lufttyp. Quadratische Handflächen mit langen, feingliedrigen Fingern sind typisch für den Lufttyp. Hier schlummern intellektuelle Überflieger und Menschen, die offen für Neues bleiben. Sie sind neugierig, lieben es aber auch, ihr Leben und alles, was um sie herum geschieht, zu analysieren. Ihre hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten bringen sie im Leben meist spielend voran. Nummer 3. Welche Linien zeichnen sich ab? Betrachtet man die Handfläche der linken Hand, so ist rechts vom Daumen als erstes die Lebenslinie zu sehen. Sie ist im Kontext des Handlesens die wichtigste und gibt Auskunft über andere Erfahrungen und unsere Lebensführung. Die nächste, die manchmal parallel zu ihr verläuft, ist die Kopflinie. Sie steht für das Intellektuelle in unserem Leben, unsere Wissbegierde und Neugier.
Das obere Ende unterhalb der Finger begrenzt die Herzlinie. Wie der Name schon verrät, ist sie zuständig für Informationen betreffend Liebe und Romantik. Aber auch unser Verhältnis zu Freundschaft und Sexualität spiegelt sich in ihr wider. Rechts außen Richtung Handballen sind noch zwei kürzere Linien zu erkennen, wenn auch nicht immer gut sichtbar. Ganz außen verläuft die Sonnenlinie, jene im Inneren wird die Schicksalslinie genannt. Sie stehen für den Einfluss äußerer Umstände auf unser Leben und können Erfolg oder Misserfolg vorhersagen. Kurz zusammengefasst werden beim Handlesen der Verlauf, die Tiefe, die Krümmung und die Länge dieser Linien analysiert. Die Hauptrolle dabei spielt zweifelsohne die Lebenslinie. Nummer 4. Die Lebenslinie. Der Aberglaube, eine kurze Lebenslinie steht für ein kurzes Leben, hat sich inzwischen glücklicherweise in Luft auflösen können. Streng genommen ist nämlich sogar das genaue Gegenteil der Fall. Jedenfalls dann, wenn man Qualität vor Quantität setzt. Eine kurze, aber deutlich ausgeprägte Lebenslinie verspricht Unabhängigkeit in allen Lebenslagen und ein Dasein, das genügend Raum für Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung gewährt. Aus dem Zustand und dem Verlauf unserer Lebenslinie können erfahrene Handleser die wichtigsten Eckpunkte unseres Daseins in Erfahrung bringen. Sie gibt Aufschluss über unsere Beziehungen zu anderen Menschen, unsere körperliche und geistige Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden. Dabei spielen natürlich auch unsere Gefühle eine wichtige Rolle. Gerade das Studium der Lebenslinie macht es erforderlich, dass beide Hände der Person analysiert werden. Ihre Präsenz steht für das Feuer in unserem Inneren und sämtliche energetische Prozesse. Die Tiefe der Lebenslinie repräsentiert ein erfülltes Leben. Gegen Ende flacht sie merklich ab, was die Tage symbolisiert, die uns dann noch bleiben werden. Doch auch ihre Krümmung sagt viel über uns aus. Ein eleganter Schwung etwa steht für Souveränität im Umgang mit Problemen und Schwierigkeiten. Doch es gibt noch sehr viel mehr, das unsere Lebenslinie für uns bereithält. Ein echter Profi kann etwa erkennen, wie es mit Gesundheit, Erfolg und Beziehungen bestellt ist. Reisen in ferne Länder, ein Leben voller Abenteuer oder in der Beständigkeit der gewohnten Umgebung. Alles steht geschrieben. Außerdem spielt es eine Rolle, welche Ausgangs- und Endpunkte die Linie nimmt, da unser Handballen neben den Lebenslinien auch noch andere wichtige Punkte aufweist. Die Handberge stehen sinnbildlich für die 7 Planeten der Astrologie und tragen auch deren Namen. Lesen wie in einem Buch. Unsere Handflächen sind einzigartig. Wie Fingerabdrücke oder unsere DNA gibt es sie nur einmal auf der Welt. Eine besondere Bedeutung kommt ihnen also allein schon deshalb zu. Außerdem sagen sie, auch gänzlich ohne spirituelle Hintergedanken, schon beim ersten Händedruck sehr viel über einen Menschen aus. Eine schwielige, kräftige und raue Hand zeugt von einem arbeitsreichen Leben und einem Broterwerb, der sehr viel körperliche Arbeit beinhaltete. Zarte, gepflegte Hände hingegen waren nie über lange Zeit der Sonne und der Kälte oder anderen Beanspruchungen ausgesetzt. Zudem können unsere Hände nicht lügen. Betrachte ruhig einmal die Hand eines älteren Filmstars, dessen Gesicht schon verdächtig zu spannen beginnt. Die Hand verrät sein wahres Alter. Hier sind nämlich sogar der modernsten Chirurgie im wahrsten Sinne des Wortes die Hände gebunden. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben.